Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind hier in Arcadia, der Stadt der Synth. Und ich muss sagen, die Synth, die wir bisher kennengelernt haben, sind allesamt wahnsinnig freundlich, ganz besonders Dima. Also sowas Nettes wie er, ich glaube, das gibt's fast kein zweites Mal. Natürlich ist Faraday auch ein ganz netter, aber ja, sind schon was Besonderes. Ja, Optionchen. So, haben wir noch Optionen über, die wir machen dürfen? Hilf Chasey. Okay, und das kann man auch schon mal machen. Hilf Chasey. Bist du das? Ja. Hey, hallo. Du hast Kazumi hierher verfolgt. Ich bin beeindruckt. Vielleicht nicht so unauffällig oder effektiv wie möglich, aber wirklich in Gefahr war sie nie. Tut mir leid, dass deine Reise vergebens war. Du hättest es besser machen können. Sarkastisch, will sie in Sicherheit wissen. Nicht überzeugt. Ich will sie in Sicherheit wissen. Ich wollte mich persönlich überzeugen, dass sie in Sicherheit ist. Ich gebe dir mein Wort. Arcadia ist eine sichere Zuflucht für Synths. Ansonsten würde ich niemandem helfen, hierher zu kommen. Jedem Synth, den ich gefunden habe, jedem Synth, den ich überredet habe, hierher zu kommen, wurde versichert, dass ihm kein Leid geschieht. Meine Aufgabe ist es, für ihre Sicherheit zu sorgen. Komme, was wolle. Verstanden? Alles klar. Wie findest du sie? Wie findest du Synths und bringst sie hierher? Über dieses Thema brauchen wir nicht zu sprechen. Okay. Ich kann es. Und nur das zählt. Du hast Dimas Segen, also mach es dir auf jeden Fall gemütlich. Deine Geschichte. Also, was ist deine Geschichte? Ich war mal ein Runner und habe aus dem Institut geflohene Synths zurückgebracht. Ich habe einen Synth gesucht und fand stattdessen Dima. Er hat mir die Wahrheit und die Fehler meines Handelns gezeigt. Ich habe mich vom Institut losgesagt, dafür gesorgt, dass sie mich nicht finden und mein Leben der Freiheit der Synths gewidmet. Okay. Arcadia. Erzähl mir etwas über Arcadia. Dima hat dir gesagt, was du wissen musst. Es ist so sicher, wie wir es hinkriegen. Mit jedem geretteten Synth können wir uns noch besser verteidigen. Alles klar. Ich würde gerne helfen. Ich würde euch gerne helfen. Kann ich irgendwas tun? Also, nun ja, wenn du wirklich einen Beitrag leisten willst, wir haben ein Problem, um das sich jemand kümmern muss. Du hast bereits Erfahrungen auf deinen Reisen auf der Insel gesammelt. Bestimmt bist du dafür gut gerüstet. Wo ist das Problem? Kommt drauf an. Ich höre ein andermal. Ich höre. Gut, ich höre. Wir warten auf einen neuen Synth und er sollte längst hier sein. Es gibt keine Spur von ihm und ich mache mir Sorgen, dass er sich vielleicht verlaufen hat. Eine Ahnung, wo er ist? Sarkastisch, ich werde sehen. Deine Aufgabe. Eine Ahnung? Eine Ahnung, wo er sein könnte. Du solltest erst einmal mit Brooks in Fahaber reden. Er ist einer von uns, ein Synth. Er begrüßt die Neuankömmlinge und weist sie in die Reise hierher ein. Natürlich wird er dir nichts sagen, ohne einen Beweis, dass du für mich arbeitest. Wenn er nicht kooperiert, sag ihm, dass seine Bezeichnung L792 lautet. Das sollte ihn überzeugen. Das ist alles, was ich zurzeit tun kann. Bitte beeil dich. Dieser Synth wird da draußen allein nicht lang durchhalten. Das ist klar. Bei dem ganzen Nebel und so weiter. Dann müssen wir nochmal runter. So, das war's da drüben. Zu Kazumi. Wir werden ihr noch schnell einen Bericht erstatten, dass hier alles in Butter ist und keiner böse Absichten hat. So. Kazumi. Da ist sie. Hallo Kazumi. Dimas früheste Erinnerungen sind in den Händen der Kinder des Atoms. Er hat Angst vor dem, was sie herausfinden. Darum ging es bei diesen möglichen Opferzahlen also? Dima wollte die Insel nicht vernichten. Er hatte Angst, dass das die Kinder des Atoms tun? Oder verbirgt er noch immer etwas? Was sind das für Erinnerungen, dass er sie zurücklässt? Steckt da wirklich etwas Gefährliches drin? Hast du einen Weg gefunden zu seiner Erinnerung? Und an den Kindern des Atoms musst du auch noch vorbei. Die Kinder des Atoms, meine Belohnung.
Faradays Programm noch nichts. Faradays Programm. Dieses Programm von Faraday und Dima. Damit soll ich Zugang zu den Speicherbänken erhalten. Wirklich? Und wie funktioniert das? Als ich mir die Computer dort angesehen habe, saß Dima auf seinem Stuhl. Den habe ich angezapft. Vielleicht musst du dich, naja, so an die alten Speicherbänke anschließen wie er. Mit einer Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Computer. So ist es bestimmt. Dann würde Faradays Programm Dimas Gedanken und Daten übersetzen und dir helfen, mögliche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Tut mir leid, ich spekuliere nur. Es ist nur, das ist ziemlich spannend, oder? Erzählst du es mir, wenn du was rausfindest? Ich behalte hier so lange alles im Auge. Alles klar. Und dann, sarkastisch, keine Sorge, behalte, was ich finde. Und also dann? Besorgen wir die Erinnerungen. Und dann? Wenn es eine Bedrohung für die Insel ist, dann sollten es die Kinder des Atoms nicht in die Finger bekommen. Und Fahaber auch nicht. Wenn wir Dima wirklich nicht trauen können, haben wir so seine eigenen Erinnerungen als Beweis. Mhm. Keine Sorge. Wenn wir Dimas Erinnerungen, dann können wir weitersehen. Viel Glück. Wo du hingehörst. Jawohl. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann, warte, hier geht's rauf. Aha, okay. Ja, Edda scheint sich dann hier auch wohl zu fühlen. Das ist ein Kunstwerk? Naja. Okay. Gut, dann sind wir hier drinnen eigentlich fertig, soweit ich das beurteilen kann. Hinterknatterung. Ich muss auf die Erinnerung zugreifen und erfahren, was darin enthalten ist. Okay. Das dürfte jetzt alles nicht mehr hier sein. Gut, wir dürfen hier raus. Passt, raus da. Das heißt, wir gehen mal zu den Kindern des Atoms. Oder wir machen es uns ganz einfach und gehen noch zuerst nach Far Harbor und werden dort mit dem Typen reden. Das wird wahrscheinlich schneller gehen. Und dann zu den Kindern gehen. Boah, ist hier schön. Schau mal. Was für ein wunderschöner Sternenhimmel. Boah, ist das schön. So. Trotzdem müssen wir weiter. Ich würde sagen, wir sprechen zuerst mit dem Kerl da. Vielleicht hat er ja rein zufällig auch eine Quest, was mit den Kindern des Atoms zu tun haben könnte. Vielleicht, eventuell. Und dann können wir quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Jo. Der Ladebildschirm. Ja, ja. Immer schön. La ra ra ba ra ba bam. Na komm, hüt. Sehr gut. Ah, da ist er schon. Hätte ich nie gedacht. Irgendwas begeistern? Das erklärt aber auch, warum er so freundlich ist. Ich muss mit dir über einen verschwundenen Zünd sprechen. Ja? Nun, darüber rede ich nicht mit Fremden. Du kannst also entweder was kaufen oder verschwinden. Ist dir egal? Sarkastisch. Synth-Bezeichnung geben. Ja. Ich arbeite mit Chase. Sie hat mir gesagt, dass deine Bezeichnung L792 lautet. Okay, ich glaube dir, aber nicht so laut, ja? Die Information muss unbedingt geheim bleiben. Ich kenne den Synth, von dem du sprichst. Ein junger Typ, vielleicht so um die 20, mit weißem Haar. Er nennt sich Derek. Allerdings ist er viel früher als erwartet aufgetaucht. Dachte, ein Runner wäre hinter ihm her, daher die Eile. Ganz ehrlich, der Typ war ein Wrack. Total verängstigt. Hat sich ständig umgeschaut und ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Ich wollte ihn beruhigen, aber er rannte panisch in den Nebel. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Kannst du sonst noch was erzählen? Ich brauche mehr als das. Nur die Ruhe. Du hast ihn weglaufen lassen? Was? Nein. Kannst du sonst noch was erzählen? Kannst du mir sonst noch was erzählen? Ich brauche mehr Informationen, wenn ich den Synth finden soll. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen. Er verschwand im Nebel und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Nur die Ruhe. Ich kümmere mich drum. Tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Okay. Also, wenn du wirklich diesen Synth suchst, ich bin sicher, er hat die Straße nach Süden genommen. Geh doch vielleicht in die Richtung. Sei einfach vorsichtig und danke.
Nur wenige würden sich für einen Synth in den Nebel wagen. Vor allem, wenn sie den Synth nicht mal kennen. Was da passiert ist, war scheiße. Wirklich. Hoffentlich bringst du es in Ordnung. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Dann looken wir doch gleich mal. Ankunft, ne? Mal, wie das ausschaut. Okay. Das ist immer so lieb gezeichnet. Das gefällt mir so gut. So. Ich habe mich verdrückt wieder mal. Ganz recht. Bist du... Ja, der verschwundene Synth. Gut, dann gehen wir da zuerst hin. Wir porten uns wieder. Beziehungsweise tun wir schnell reisen. Ja, ja. Ja, Windrad und so, ne? Saubere Energie. Oh, sehr gut. Sehr fein. So, ich möchte hier vor allem... Geht das hier? Markierung? Nein. Das heißt ungefähr da lang. Passt das schon? Ja. Gut, dann gehen wir los. Huch, ich hänge fest. Der arme Synth. Hoffentlich ist ihm jetzt nichts passiert. Da ist jemand. Ich brauche Licht. Eine Blutspur? Hier ist eine Blutspur. Ja, und wohin weiter? Falsche Taste schon wieder. Na? Da muss ich jetzt einfach folgen. Okay. Okay. Mal schauen, ob ich das kann. So. Naja. Komisch leuchten tut's. Was ist das? Klingenkorn nehmen wir auch gern mit. Hundefutter. Hundefutter. Was ist da unten? Psycho. Und ein leerer Sack. Na, großartig. Hoffentlich kriege ich das hin. So. Oh. Da haben wir was. Da? Okay. Wow, hier ist eine große Lacke. Ja, und jetzt? Da drüben. Und nun? Da lang? Wow, der ist weit gelaufen. Oh je, Mini. Hoffentlich stirbt er nicht. Er ist in einem Haus. Hallo? Frisch Fleisch aus dem Nebel? Mir egal, ob Meyerlurk oder Mann. Ich suche keinen Ärger. Ich suche keinen Ärger. Ich muss nur jemanden finden. Einen jungen Mann mit weißem Haar. Hilf mir, dann verschwinde ich. Ja, wir haben ihn gefunden. Eine der Nebelkreaturen hat ihn angegriffen. Er verblutete. Oje. Warum das Fleisch wegwerfen? Hier, bitte. Ist noch übrig. Jetzt geh. Und komm nicht wieder. Oh nein. Der Boss. Aber ist jetzt. Nicht. Aber nächstes Mal jagen wir dich. Aber nicht im Ernst. Dass wir dich nicht töten. Na bitte nicht. Geh, ist das scheiße. Boah, ist das kacke. Ich darf da nicht herporten. Warum eigentlich nicht?
Warum eigentlich nicht? Das ist so gemein. Boah, ist das gerade hart. Bist du gescheit. Boah, ich finde das gerade voll krass, voll hart, voll... Boah. Muss ich da jetzt jedes Mal da hochhüpfen? Das ärgert mich jetzt aber schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt einfach einmal im Kreis herum, wenn ich wieder oben bin. Und schaue, ob ich hier irgendwie... Na toll. Einen Schnellreisepunkt krieg. Na, ich will da hoch, bitte. So, mach das jetzt anständig. So. Das nervt nämlich hier immer, fort hoch zu hüpfen. So, ruck, ruck, ruck. Da muss es doch einen Schnellreisepunkt geben. Das gibt's ja nicht. Na bitte, endlich. So. Rein da. Ich bin immer von der falschen Seite her. Na und so. Ja. Dann gehen wir mal schnell Bericht erstatten und dann gehen wir die Kinder des Atoms aufsuchen. Boah, ist das grob. Dein vermisster Synth wurde von Kannibalen-Fallenstellern geschnappt. Er hat nicht überlebt. Der arme Kerl. Dieser Synth wollte hier in Frieden leben und wir haben ihn auf die schlimmste Art im Stich gelassen. Es ist meine Schuld. Ich hätte ihn treffen sollen. Dann nochmal. Ich bin froh, dass du die Sache abschließen konntest. Hier, für dich. Und sagen wir 200 Kronkorken? Mehr Geld verlangen? Na, passt schon. Es tut mir leid um den Synth. Tut mir leid, dass es nicht besser gelaufen ist. Ich hatte es gehofft. Geht mir genauso. Danke nochmal für deine Hilfe. Pass auf dich auf. 200 sind voll in Ordnung. Des Killers. Maximiert. Institutpistole. Plus 10 Schaden, wenn du zielst. Mhm. Okay. Nehmen wir gerne mit. Schade, das lief nicht gut. So, dann gehen wir die Kinder des Atoms an, ne? Wie versprochen. Da werden wir wahrscheinlich ein Stückchen hatschen müssen, fürchte ich. Ja. Aber das sind wir eh schon gewohnt. So. Wo dürfen wir denn da jetzt hin? An mehrere... Achso, das ist das hier. So, ja. Nukleus. Beschaffe die Speicherlaufwerke. Aha, das ist aber kein Mod. Dann bohrt man uns gleich mal dahin. Und dann gehen wir eben das kleine Stückchen noch dort drauf. Jojo. Lade, 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 lade. Sind wir schon fertig? Yeah! Gut. Wir müssen... Wo lang? Da lang. Alles klar. Dann gehen wir mal. Aber alles gut. Okay, hier darf ich nicht runterfallen. Horuk. Das hier? Wow. Ja. Da ist es. Hopp. Speicherlaufwerk. Kapitänsmütze. Victorias Koffer. Ich nicht auf. Aha. Da ist noch so ein Drum. Mini-Atombombe. Hm? Ein Kochtopf. Sehr fein. Nehmen wir alles mit. Edda, hast du was gefunden? Nein, ich glaube nicht. Was ist denn das da? Ich will das mitnehmen. Das lässt sich nicht knacken. Ein Schlüssel erforderlich. Wer ist Victoria? Ich habe keine Ahnung. Naja, wir sind hier fertig.
Können wir uns irgendwie dort oben näher hinporten? Nicht wirklich, ne? Na. Das geht überhaupt nicht. Gut, dann müssen wir halt dorthin hatschen. Ich würde sagen, wir laufen hier wieder hoch. Ruck. Super hochgelaufen, muss man echt sagen. Horuk. Ach komm. Dann halt hier. So. Jetzt brauche ich wieder die Richtung. Okay, fast richtig. Dam, dam, dam. So, noch einmal kontrollieren. Ja, ich würde sagen, dann werde ich auch eine Markierung zusätzlich anbringen. So ist gut. Dann weiß ich, dass ich hier richtig bin. So. Bam, bam, ba, ba, ram, bam, bam. Ist halt jetzt leider Gottes ein Stückchen zum Hatschen. Ist ja eh nichts Neues. Kann man da runter? Ich denke, oder? Ja. Bam, ba, 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 bam. So, wir kommen dem Ziel schon recht nah. Das ist nichts Besonderes, ne? Was? Ein Angler! Und ich habe mich sauer verdrückt. Edda? Edda, wo bist du? Was? Der ist erledigt. Sonst hier was Interessantes? Nö. Heureka! Pff, abgetaucht. Jawohl. Wunderprächtige Strahlung. So, sind wir hier schon? Richtig? Schaut zumindest nicht. Ja, da sind wir schon richtig. Richter, bitte, das kannst du nicht. Hallo. Wir waren loyal. Großfanatiker für euch. Es bestehen Zweifel an eurem Glauben. Ihr müsst euch beweisen. Einer kehrt zu uns zurück. Der andere zu Atom. Richter, das ist Wahnsinn. Du kannst nicht von uns erwarten, dass wir... Hast du noch weitere Fragen? Das wäre alles, Schwester. Danke, Großfanatiker. Was zum Teufel? Du, was machst du hier? Hat Verhaber dich geschickt? Problem mit Verhaber? Sarkastisch. Bin aus dem Commonwealth. Verhaber kann verrotten. Problem? Was hast du für ein Problem mit Verhaber? Diese Heiden verfolgen unsere Missionare und stehlen mit gottloser Technologie Land, das rechtmäßig Atom gehört. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Und du musst mir versichern, dass du nicht auf ihr Geheiß hier bist. Lästerliche Technologie. Sarkastisch, ich bin aus dem Commonwealth. Jawohl. Alles okay. Ich bin nicht aus Verhaber. Ich bin aus dem Commonwealth. Eine ganz schöne Reise. Dann erklär mal, was du hier tust. Suchst du einen Platz unter Atomskindern? Atomskinder? Die Hinrichtung. Ich bin dabei. Lass mich einfach rein. Kinder? Atomskinder? Wer sind die? Wir sind die Kinder des Atoms. Schöpfer dieser und aller anderen Welten. Du wandelst durch sein Reich. Sein Reich? Was meinst du mit sein Reich? Die Insel. Du hast den Nebel gesehen. Hast du auch den Geigerzähler auf deinem Armband gehört? Das ist Atom. Er verbreitet sein Leuchten. Und dieses Leuchten ist der Weg zu unserer Erlösung. Ja, er hat einen Knall. Ihr betet Strahlung an. Die Hinrichtung. Ich bin dabei. Lasst mich einfach rein. Ihr betet Strahlung an? Also Strahlung an? Wir verehren seine Fähigkeit der Verwandlung, um etwas Besseres zu erschaffen. Nun, sagt dir der Gedanke zu? Ja, wir sollen ja mitspielen, ne? Ich bin dabei. Ich will gerne mitmachen. Bin dabei. Die Entscheidung über Neuzugänge überlassen wir Atom. Du musst ein Ritual durchlaufen, dich
ihm gegenüber als würdig erweisen. Indem du was tust? Und durch was genau? Nicht weit von hier gibt es eine kleine Quelle. Die Auserwählten von Atom trinken und erhalten etwas. Ein Zeichen. Eine Erfahrung. Die, die er nicht erwählt, kehren selten zurück. Aha. Etwas darüber nachdenken. Tun, was Atom verlangt. Na bitte. In Ordnung. Ich tue, was Atom verlangt. Hoffen wir, er befindet dich für geeignet. Geh zur Quelle und trink. Wenn du zurückkommst, sprechen wir über deine Aufnahme. Supi, ja, wird ja immer besser. Ja, wo ist jetzt diese Quelle? Ah, da hinten. Na gut, also daraus. Dab, 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 da, rap, rap, rap. So, dann hier rüber. Da kann man sicher wieder drüber hüpfen. Mit ein bisschen Glück. Hüpf. Hüpf. Bravo. Und dann müssten wir gleich bei der Quelle sein. Das da. Das ist die Quelle. Noch ein Stück. Hier. Da lebt schon wieder was im Wasser. Da. Ein junger Schwinger. Das war der junge Schlinger. Da grummelt noch wo einer rum. Ja, wie weit ist es noch? Mal kurz klubschen. Ach, ist schon noch ein Stück. Aha, durchs Wasser durch am besten. Hüpf, hüpf. Oder wir hüpfen darüber. Das wäre auch eine Idee. Nachgeladen ist. Fein. Na toll. Atomsquelle. Na super. Ich glaube, ich speichere das mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gleich verrecken werden. Na dann. Was passiert da mit mir? Wer ist das? Folge der Gestalt. Wer weint hier? Wer weint hier? Wow. Alter! Okay. Ganz ehrlich, bei sowas wundert mich da nicht, dass die Leute an Götter glauben. Vor allem an Atoms und Gott und so, ne? Greifen die uns gerade nicht an? Okay. Hallo? Und jetzt? Okay, ich glaube, wir spinnen. Wir spinnen. Offiziell sind wir verrückt geworden. So schaut's aus. Wir sind komplett verrückt geworden. Was war denn das jetzt gerade? Edda, komm mal mit. Warum weint denn hier jemand? Das ist voll unheimlich. Total unheimlich. Und jetzt? Unsere heilige Stätte. Und jetzt? Schreien der Kinder des Atoms. Und jetzt? Aha, davon. Wow! Hallo? Was? Aha, das sind wahrscheinlich all jene, die es nicht wirklich geschafft haben, ne? Na, das ist ja Blödsinn. Immer sehr mal schon treffen, oder?
Ada, machst du auch mal was? Ich muss mich mal heilen und so. Ich triff viel, ich triff echt viel. Super! Bam, bam, bam! Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Bist du jetzt bald mal hin? Alter, wie viele sind da noch? Entschuldigung, Ada. Ja, würdest du jetzt mal abnippeln? Jawohl. Ups. Irgendeine Klinge war das. Entschuldigung. Sind sie jetzt alle kaputt? Das stimmt. Vielleicht kriegen wir noch raus im Laufe dieses Let's Plays. So, und jetzt? Da rein. Na, dann gehen wir halt rein. Hallo? Leuchtendes Blutpaket. Verbranntes Buch. Die heiligen Elemente. Das heilige Element. Das heilige Elementsratgeber. Für Atoms heiliges Wort. Sein Tisch führt innen. Elements heiliges führt. Elements heiliges. Was? Element? Das ist großgeschrieben, könnte was sein, ne? Elements heiliges führt. Führt. Element. Keine Ahnung. Nehmen? Ich dachte, es wäre ein Rätsel oder so. Alter. Aha, Terminal, okay. Verbranntes Buch. Leere Farbdose. Das nehmen wir gern mit. Okay, dann machen wir mal, ne? Ist ein Passwort nötig. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Ah. Aha, okay. Wartet mal. Wir werden Hilfsmittelchen. Wir werden mal was essen. Das hier vielleicht. Und das hier. Weil wir brauchen auch noch obendrein. Das vielleicht mal. So. Ja. So, da muss ich mich jetzt mal kurz und so. Wir haben diverses. Wo ist denn dieses Zeugs? War das hier dabei? Wie hieß denn das Teil jetzt? Haben viel zu viel gelumpert, ne? Inselalmanach. Na toll, wie soll ich das jetzt wiederfinden? Oder warte. Vielleicht in der Quest? Öffne das Versteck. Bei diesem Ort scheint es sich um eine Art Schrein zu handeln. Außerdem befindet sich in einem verschlossenen Käfig eine seltsame Schnitzerei. Ich muss herausfinden, wie ich den Käfig öffnen kann. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Na toll.
Na toll. Leere Zylindervase mit Blumenmuster. Ja, gern. Super. Das ist ja gerade ein bisschen kacke, oder? Ja, was hat Schlüssel? Eine Schüssel, ne? Nicht Schlüssel, sondern Schüssel. Großartig, wie soll ich denn da jetzt... Wie soll ich da drauf kommen? Ein Passwort. Holzlöffel? Okay. Hier ist irgendwie auch nichts. Ich glaube, das ist gerade nicht so toll, ne? Gerade voll verunsichert. Scheißendreck. Ein Passwort. Das war sicher der Zettel, den wir da bekommen haben. Da hätte ich jetzt sicher irgendwas machen müssen. Ein Schlüssel erforderlich. M-O-T-H-E-R. Mother. Könnte das das Passwort sein? Ja, schau das. Und öffnen bitte. Yeah. Haben wir es doch noch rausgefunden. Supi. Ja. Das ist dann scheinbar alles. Verdammt nochmal, ja. Mutter-Ikone. Mhm. Was haben wir da? Zu diesem Schrein zurückkehren. An Atomdenken. Seine Diener sehen alles. Okay. Gut, dann sind wir hier fertig. Fein, haben wir es geschafft. Was haben wir da drüben noch? Da ist auch so ein komisches Hütchen. Ich wollte nur mal reinschauen. Vielleicht gibt es irgendwas Besonderes. Das wäre nur Schrott, ne? Eigentlich. Eigentlich ist hier nur Schrott. Und ein bisschen Munition. Na gut, dann hauen wir hier wieder ab. Hierhin zurück. Jupp. Na, servus Kaiser, ne? Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Wie die Zeit vergeht, ist echt schon ein Verbrechen. Sowas, echt. Jetzt hatte ich echt schon Sorge, dass wir das Passwort nicht finden. Aber es ist ja alles gut ausgegangen. So. So, ne? Mehr als ich erwartet habe. Hat Atom dir etwas offenbart? Unheimliche Frau? Ich habe von der Quelle getrunken und wurde zu dieser Statue geführt. Aber sollte das durch eine unheimliche Frau geschehen? Eine Frau? Sie hat dich zur Ikone geführt? Was für eine Frau? Was hast du gesehen?
Besonderheit der Ikone etwas ausdenken. Schatten in Nebel gehüllt. Jupp. Es war mystisch. Die Frau, sie war wie ein lebender Schatten. In Nebel gehüllt. Bei Atom. Du hast sie wirklich gesehen. Die Mutter des Nebels. Die Mutter ist eine Botin Atoms. Sie leitet jene, die für seine Pläne und die Zukunft seiner Familie wichtig sind. Sie hat die ersten von uns hierher geführt. Und wenn sie sich dir gezeigt hat, dann würde ich sagen, dass der Weg für dich klar ist. Wenn du für den nächsten Schritt bereit bist, glaube ich, dass dir ein Platz unter Atoms Kindern sicher ist. Fragen stellen? Darf ich dir erst noch ein paar Fragen stellen? Wenn es sein muss. Keine weiteren Fragen. Warte, ich muss aufpassen. Der Part ist zu Ende. Bist du also bereit, deinen Platz unter Atoms Kindern einzunehmen? Noch nicht. Da lehne ich ab. Ich lerne gerade dazu. Ich lerne gern dazu. Gut. Geh rein und zeig die Ikone dem Hohen Beichtvater, wenn er mit der Predigt fertig ist. Sie wird ihn interessieren. Komm vorbei, wenn du mit ihm gesprochen hast. Ich habe eine Aufgabe für dich. Hier, etwas angemessenere Kleidung. Aber wisse, wir alle sind ergebene Diener Atoms. Bote oder nicht, Handlungen gegen die Familie werden nicht toleriert. Willkommen, Schwester. Danke. Denke ich. Roben von Atoms Anhänger. Na, danke. Wir machen jetzt Schluss. Ihr Lieben, wir sind jetzt ein Mitglied der Kinder des Atoms. Jo, auf jeden Fall werden wir jetzt mal Aufnahmestopp, wollte ich schon sagen, Partstopp machen. Und im nächsten schauen wir uns dann an, wie wir zu den Erinnerungen von Dima kommen werden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!